Hallo liebe Naturfreunde, heute möchte ich euch im Anschluss einen Film über Schmetterlinge zeigen, den ich 1979 gedreht habe. In diesem Film zeige ich unter anderem verschiedene Entwicklungsstadien von 12 einheimischen Schmetterlingen. Nun, wie ist es zu diesem Film gekommen? Als ich 13 Jahre alt war, hatte ich angefangen, Schmetterlinge zu züchten und war auf der Suche nach Gleichgesinnten. Und da bin ich auf die Idee gekommen, den Schwarzen Brettern, in dem kleinen Ort, in dem ich aufgewachsen bin, Annoncen anzuheften. Und diese Gesuche wurden dann vom Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins gelesen, der dann an mich herangetreten ist und mich gefragt hat, ob ich bereit wäre, auf einer Versammlung des Obst- und Gartenbauvereins einen Vortrag über Schmetterlinge zu halten. Das habe ich dann getan. Und der Vortrag hat guten Anklang gefunden, war sehr gut besucht, was dazu geführt hat, dass ich 2 Jahre später nochmal einen Vortrag über Schmetterlinge gehalten habe. Und in der Zwischenzeit ist eben dieser Film entstanden, da habe ich diesen Super-8-Film gedreht. In dem Film spreche ich auch immer wieder das Thema Umweltschutz an. Damals war mir allerdings nicht klar, wie schnell sich die Situation unserer Umwelt durch den Einfluss des Menschen verschlechtern würde. 1978 rief ich alle dazu auf, sich am Naturschutz zu beteiligen, zum Beispiel indem sie keine Insektizide, sondern natürliche Präparate verwenden. Auch 1981 lag mir der Erhalt des ökologischen Gleichgewichts sehr am Herzen. Beim Anschauen des Films bitte ich zu bedenken, dass er 1979 gedreht wurde von einem 13-jährigen Schüler. Insofern bitte ich nicht, jede Aussage auf die Goldwaage zu legen. Außerdem bitte ich um Nachsicht, was die Qualität des Films anbelangt. Damals stand eben nur der Super-8-Film zur Verfügung. 3 Minuten haben damals 16 Mark gekostet, was für einen 13-jährigen Schüler viel Geld war. Das heißt, ich konnte also nicht jede Situation beliebig immer und immer wieder drehen, um dann die beste auszusuchen. Zum anderen konnte man die Bildschärfe während des Drehens noch nicht kontrollieren, sodass leider die eine oder andere unscharfe Szene dabei ist. Ich möchte euch trotzdem ermutigen, den ganzen Film anzuschauen, da einige sehr seltene Szenen dabei sind, die ihr nicht verpassen solltet. Ich würde mich über eure Kommentare sehr freuen, egal ob positiv oder negativ. Und wenn euch der Film gefallen hat, wäre es toll, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und nun viel Vergnügen mit Wunderwelt der einzigartigen Schmetterlinge. Die Natur ist einzigartig. Betrachten Sie nur einmal die Wolken, wie sie am Himmel vorüberziehen. Dort, wo es sie nicht gibt, sind öde Wüsten, die keine oder nur extreme Lebensbedingungen bieten. Oder die Sonne, die ebenfalls lebensnotwendig ist. Sie bewegt sich in 220 Milliarden Jahren einmal um den Kern des Milchstraßensystems. Die Temperatur der Sonnenoberfläche ist ca. 5700 Grad Celsius, die des Sonneninneren zwischen 15 und 20 Milliarden Grad. Der Wald ist ein ganz besonderes Gebiet. Er beherbergt viele Tier- und Pflanzenarten. Moose, Sträucher, Bäume, Vögel, Säugetiere und Insekten. Solche Gebiete müssen erhalten bleiben. Industrialisierung und Kultivierung haben schon zu viele Opfer von der Natur gefordert. Überall finden wir die Spuren des Menschen. Das gestörte ökologische Gleichgewicht oder ausgestorbene Tierarten.
Nun, der Winter geht zu Ende und der Schmetterlingssammler kann wieder mit seiner Arbeit beginnen. Der Schnee schmilzt. Und die Sonne bricht wieder durch. Mit ihren Strahlen wärmt sie die Erde und erweckt die Insekten zu neuem Leben. Hier sehen Sie einen Kopulationskäfig, der normalerweise zur Paarung von Falterpärchen benutzt wird. Aber zurzeit befinden sich die Puppen des Netzfalters Arachnia levana in ihm. Sobald der Kasten der Sonne ausgesetzt wird, beginnen sich die Puppen nach der langen Winterpause weiterzuentwickeln und färben sich dabei dunkel. Nach einer gewissen Zeit kann man dann die einzelnen Gliedmaßen und die Flügelfärbung erkennen. Auch in der Wohnung werden Puppen aufbewahrt. Sie werden durch die Wärme getrieben, damit sie schneller schlüpfen. In der ersten Reihe sehen Sie Nachtfalter und in der zweiten Reihe Tagfalterpuppen. Für die mindere Qualität der Schärfe möchte ich mich hier entschuldigen. Mai. Die Sträucher treiben aus und die Blumen beginnen zu blühen. Auch unser erster Netzfalter ist geschlüpft und breitet erschöpft die Flügel in der Sonne aus. Sobald die Flügel blutleer sind, beginnt er die ersten Flugversuche. Hier die leere Puppenhülle. Der Netzfalter überwintert in der Puppe. Zahlreiche Falter tun dies als fertiges Insekt. So zum Beispiel der Zitronenfalter oder der hübsche Fuchs. Aber auch Raupen überwintern, so zum Beispiel die Raupen von Methymna albipuncta. Sie beginnen jetzt wieder mit dem Fressen. Deutlich zu erkennen, die typische Fortbewegungsweise der Raupen. Nach 2 Wochen schon erscheinen die ersten Falter. Die Bienen schwärmen aus und sammeln jetzt fleißig Nektar. Zahlreiche Blüten geben ihnen die Gelegenheit dazu. Aber auch die Ameisen sind nicht faul und beginnen an ihrem Bau zu schaffen. Jetzt tummeln sich auch die ersten Kaulquappen in den Teichen. Der Klee lockt viele Schmetterlinge, von denen die Wiesen nun erfüllt sind. Hier ein Würfelfleckenfalter, ein brauner Heidekrautspanner, und viele andere kleine Falter, die vom normalen Spaziergänger übersehen werden. Aber auch hier wieder finden wir die Spuren des Menschen. Er breitet sich immer mehr aus und nimmt der Natur wertvolle Räume. Als erstes Zuchtbeispiel möchte ich Ihnen das Abendfaun Augus marinus ocellata vorstellen. Dieser Falter ist der schönste europäische Zackenschwärmer. Ich habe die Tiere im letzten Jahr wieder gezüchtet und Sie können hier sehen, wie sie sich allmählich entwickeln. Bei uns draußen in der Natur ist diese Art verhältnismäßig selten. Ich musste die Zuchteier deshalb auch einkaufen. Das Dutzend für 5 Mark. Das ist jetzt bereits eine verpuppungsreife Raupe. Man muss die Tiere dann in Behälter mit Erde setzen, in denen sie sich bis zu 15 cm tief eingraben. In dieser Tiefe legen sie dann eine Höhle an, die sie mit Gespinstfäden auskleiden und festigen. Dann streift die Raupe zum letzten Mal ihre Haut ab und darunter kommt die frische, weiche,
und noch grün gefärbte Puppe zum Vorschein. Hier die seltene Aufnahme eines solchen Exemplares. Mit der Zeit härtet der Puppenkörper und die Puppe färbt sich dunkelbraun. Sie ruht dann den ganzen Winter über in der Erdhöhle. Schon jetzt an der Puppe kann man die späteren Teile des Falters ganz gut erkennen. Bei dieser Aufnahme ist es 5 Uhr morgens. Dieses ganz frisch geschlüpfte erste Abendfaunauge hat mich durch lautes Kratzen an der Wand des Puppenbehälters aufgeweckt. Es pumpt jetzt Blut in die Flügeladern, sodass sich die weichen Flügel vergrößern. Wenn sie schließlich die endgültige Form erreicht haben, erhärten sie und das Blut läuft zurück in den Körper, damit die Flügel leicht genug zum Fliegen sind. Erst dann klappt der Falter die Flügel in die für Nachtfalter gebräuchliche Stellung. Wenn er dann zu schwirren beginnt, kann man die schönen Augenflecken auf den Unterflügeln erkennen. Gehen wir gleich zu einer anderen Schwärmerart über, dem Totenkopfschwärmer Acherontia atropos. Auch hier können Sie wieder das Wachstum, das in Wirklichkeit 5 Wochen dauert, mitverfolgen. Die Eier dieser noch viel selteneren Art habe ich im Herbst 1979 aus Gran Canaria erhalten. Das Dutzend kostet hier schon 25 Mark. Die Totenkopflarven zählen zu den größten in der Welt. Sie erreichten bei mir eine Länge von 17 cm und mussten dreimal täglich mit Liguster gefüttert werden. Unter 100 Raupen gibt es schon mal eine, die braun gefärbt ist. Ich hatte das Glück, ein solches Tier unter meinen Raupen zu finden. Reizt oder erschreckt man die Tiere, so nehmen sie diese typische Haltung ein und erzeugen Knistertöne mit den Mundwerkzeugen, die man hier Mandibel nennt. Die verpuppungsreifen Individuen erkennt man an dem orange gefärbten Rücken. Auch hier bietet man wieder Material zum Eingraben an. Auch die Puppe ist außerordentlich groß, hier im Vergleich mit einem 10-Pfennig-Stück. Bei diesem frisch geschlüpften Tier sind die Flügel noch klein. Nachdem sie sich entfaltet haben, sieht man auch den Totenkopffleck. Ärgert man das Tier, so piepst es wie eine Maus und versucht mit seinem kräftigen Rüssel zuzustechen. Er dient ihm aber normalerweise zum Durchstechen von Bienenwaben, was fast immer seinen Tod bedeutet, da die Bienen ihn mit Wachs einschließen. Sein heutiger Wert liegt zwischen etwa 25 und 50 Mark pro Stück unpräpariert. Das sind die Raupen des Kohlweißlings, Viris prasice, den Sie alle kennen. Diese Art richtet ja manchmal ganz schöne Schäden an den Kohlpflanzen an. Hier bereits Vorpuppe und Puppe. Und so sehen die Puppen auf dem Seidenpolster am Blatt aus. Diese schwarzen, dornigen Larven des Tagfaunauges stammen aus dem Kirschenbangert, wo sie in einem Jahr zu Tausenden vorgekommen sind. Sie leben wie viele Tagfalter auf Brennnesseln. Die Brennnessel ist also nicht nur als Heil- und Gemüsepflanze von großem Nutzen. Verpuppungsreif hängen sie sich kopfüber an den Behälterdeckeln auf und ergeben sogenannte Stürzpuppen. Hier konnte ich sogar den schlüpfenden Falter filmen. Schade war nur, dass die Kamera zu dieser Zeit nicht einwandfrei lief. Der Filmtransporter war nicht in Ordnung.
Das ist immer ein sehr anstrengender Vorgang für das Tier. Nach 30 Minuten schließlich kletterte der fertige Falter meine Gardine hoch. 1979 habe ich davon etwa 150 Stück verlustlos aufgezogen. Inzwischen haben wir die Nachkommen des kleinen Falters, den wir am Anfang vom Film gesehen haben, und die sind bedeutend dunkler, wurden früher auch deshalb für zwei verschiedene Arten gehalten. Nach dem Winter sind dann auch die Lindenschwärmer, Mimastilia lateinisch, ausgeschlüpft. Wir haben ja schon gesehen, wie die Puppen im Winter aufbewahrt werden. Hier jetzt, wie die Flügel sich entwickeln. Das ist ein Weinschwärmer. Die Weinschwärmer sind bei uns auch schon sehr selten. Man findet sie also kaum noch, weil die Weinrebe ja chemisch behandelt wird. Diese Raupen hier stammen vom kleinen Nachtpfauenauge. Es gibt auch ein großes Nachtpfauenauge. Sie sind besonders interessant durch die Kokons, die sie spinnen. Am Eingang befindet sich eine Reuse, durch die nichts von außen eindringen kann, aber der Falter kommt von innen gut raus. Es ist also praktisch echte Schmetterlingsseide. Das war nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus der Schönheit der Natur. Und man kann sich kaum vorstellen, wie viele Geheimnisse man noch entdecken kann. Trotzdem tun wir Menschen immer noch zu wenig für sie. Da werden Autobahnen durch schöne, wertvolle Gebiete gebaut. Dünnsäure wird in einer verantwortungslosen Art und Weise ins Meer gekippt, mit dem Argument, ohne Industrie keine Arbeitsplätze. Aber was nützt mir der beste Arbeitsplatz, wenn meine Umwelt vernichtet ist und schließlich mir selbst keine Lebensmöglichkeit mehr bietet?
Aber bleiben wir beim Möglichen. Für den Garten gibt es heute eine Vielzahl von chemischen Hilfsmitteln. Sie nützen nur eine gewisse Zeit. Dann werden die Insekten immun dagegen. Man braucht wieder höhere Dosen. Dieser kleine Kerl hier, der Igel, funktioniert aber immer. Wie lange noch, wenn er sich mit den vergifteten Insekten gesundheitliche Schäden zufügt? Vielleicht haben Sie schon einmal miterlebt, wenn ein Kanarienvogel an chemisch behandeltem Salat elend zugrunde geht. Ich möchte es Ihnen ersparen, aber glauben Sie, auch auf den Menschen haben diese Mittel nachteilige Folgen. Wenn ich meinen Raupen Salat füttere, der künstlich gedüngt ist, so gehen sie unter Krämpfen ein. Setze ich verpuppungsreife Raupen in Erde mit sterben sie nach kurzer Zeit ab und werden nicht einmal zur Puppe, geschweige denn zum bunten Schmetterling. Wie kann man da noch glauben, dass chemische Mittel ungefährlich sind? Die Indianer sagen, die Erde ist unsere Mutter und seine Mutter soll man nicht töten. Denken Sie einmal darüber nach. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.